Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten. Herzlich willkommen bei Rock Power TV. Heute mit einer Map-Vorstellung. Es ist soweit. Vom FSM-Team, die Beukersee 2017, ist heute erschienen. Kam heute raus auf der FSM-Seite. Soviel ich weiß, kommt sie am Donnerstag dann auf allen anderen Seiten raus. Ich stelle es euch mal kurz vor. Ganz werde ich es nicht machen, weil da bin ich 2 Stunden am Moderieren. Ihr seht schon an den Bildern, da ist eine Menge los. Ja, wie gesagt, es wurde ja schon eine Map-Vorstellung gemacht vom Sachsen-Let's Player, weil der halt so Special-Zugänge zu den Moddern hat. Die hätte ich auch mal gerne, aber naja, was will man machen? Und durfte da eine Exklusivvorstellung mit denen zusammen machen, aber das FSM-Team über die Austria, Lohnunternehmen Austria, wie die heißen, die haben es auch schon gemacht. So, dann gehen wir mal rein. Ich habe die selber auch noch nicht gesehen. Ihr wisst ja, ich werde es wieder so machen. Erstmal das Tablet angucken. Und dann eben mal so die einzelnen Stationen. Da fängt schon an. Willkommen auf der Beuker. Seemap Info. Sie sind mit Zack und Pack ihrem Bekannten gefahren. Alles was sie haben, steht hier auf dem Hof ihres Bekannten. Es gibt einen kleinen Hof ganz in der Nähe. Der steht zum Verkauf. Sie sollten sich das mal anschauen. Geld haben sie nicht viel, aber ihr Bekannten hat Interesse an ihrem alten Wohnwagen. Mit Kredit und dem Verkauf ihres Autos haben sie die Möglichkeit, ein reicher Mann zu werden. Euer FSM-Team wünscht viel Spaß. Ja, wie gesagt, das ist der kleine Fuhrpark. Einmal ein Auto, einmal ein Stepa und dieser alte Wohnwagen. So, so. Der Wohnwagen lässt sich verkaufen, ab der 300.000. Wie auch immer. Oder ab dem Geldsheet. Ja, egal. Auf jeden Fall, hier fängt es an. Es sind viele neue Sachen. Wie zum Beispiel das erste Mal ist dieses Variable Object Mod dabei. Also kriegt mit der Karte sowieso ein Mod-Paket angeliefert. Dann ist ein Mod dabei, wo ihr mit dem Trailer nicht überall abkippen dürft und könnt. Was auch immer das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch schon gesehen, in den Städten oder auf jeden Fall in der Stadt ist ein Blitzer. Da dürft ihr mal richtig ordentlich Strafe zahlen, wenn ihr da zu schnell fahrt. Also immer schön mit Tempomat fahren und 30 Stundenkilometern. Oder auch, ich habe auch gesehen, dass bei manchen Triggern, wo ihr da drüber latscht oder so irgendwie oder versehentlich abkippen wollt, nicht abkippen dürft, dann dürft ihr auch Strafe zahlen, aber das ist nur mal nebenbei. Wie gesagt, es gibt eine Menge zu kaufen, allein 3 Gewerbehöfe, das bedeutet, das sind einfach leere Plätze, wo ihr platzierbare Objekte hinklatschen könnt, weil ohne diese 3 Gewerbehöfe könnt ihr auf der ganzen Map, egal wo, keine platzierbaren Objekte einbauen, lässt die Karte nicht zu, nur auf den 3 Gewerbehöfen. Dann ist ein Riesenhafen dabei, eine wahnsinns Riesenhafenanlage, wo ihr sogar, und das ist ganz neu, das ist brandneu, und ich denke mal, ab heute wird es dann wirklich auf fast jeder großen Vierfach-Map rauskommen, was ich nicht schlecht finde. Ihr könnt Schiffe fahren. Die funktionieren zwar auf dem Eisenbahn-Script, also als würde der Schiff auf dem Schienen langfahren, nur das Wasser drüber ist. Aber warum nicht? Hauptsache man kann was transportieren damit, und das ist hauptsächlich für Getreide und Co. So, ja, jetzt gehen wir mal da rein. Ui, guckt mal an. Also, da fängt es an. Lager für Kartoffeln, Lager für Zuckerrüber, Zwiebel, Karotten, Saatgutmaker gebeizt, Lager Hackschnitzel und Pellewerk 1, großes Sägewerk. Wie gesagt, im Sägewerk müsst ihr Bretterpaletten herstellen, ihr müsst normale Paletten herstellen, ihr müsst Holzkisten für die Kartoffeln herstellen, also für die Waschanlage, und ihr müsst Holzfässer herstellen, weil es dann auch eine Whisky-Delisterie gibt. Oder Delisterie, wie die heißt. Ohne Fässer gibt es kein Whisky. Großes Sägewerk 2, Sägewerk Häcksler, Lager für Hackschnitzel, German Holzpelletwerk 1 und 2, Kartonwerk 1 und 2, 3, nochmal Leerpaletten 1 und 2, Eierpaletten 1, also es gibt wieder eine Eierproduktionsanlage,
Kompostieranlage, Klärwerk, Borcher AG, Promehl, Backwelt, Leerkistenwerk, Knollen AG Karotten, Knollen AG Zwiebeln, Knollen AG Kartoffeln zugerühmt. Das heißt, diese Fruchtsorten werden in dieser AG gewaschen. Das ist eine reine Waschanlage, kann man sagen, für Kartoffeln, Zuckerrüben, Zwiebeln, Karotten. So wie ich weiß, sind die nicht gewaschen, kann man sie nicht verkaufen. Dann das Borcher Welk Blumen. Das kennt ihr ja schon von Ackendorf. Es ist 15, das ist also viel übernommen, wo auch wieder Blumen produziert werden. Und dann Strohlager, baubare Holzbrücke. Das ist auch neu. Das ist eine Holzbrücke, die führt in den Wald. Und ohne diese Brücke müsst ihr ganz, ganz außen rumfahren. Ist ein weiterer Weg, kostet Menge Sprit. Aber für diese Brücke, da ist dann ein Trigger dabei, auch ein Schild, müsst ihr Bretterpaletten abliefern. Diese Bretterpaletten bauen sich selbstständig die Brücke. Aber habt ihr keine Bretterpaletten mehr da drin, ist die Brücke irgendwann wieder kaputt. Also sie baut sich zurück. Sie wird quasi wie zerstört oder verfault oder nennt ihr wie es wollt. Dann ist auch neu, weil ich gerade sehe, Haltestellearbeiter sind die 1 und 2. Jedes große Werk, Beispiel das Sägewerk, braucht Arbeiter. Ja, was ganz Neues. Und zwar habt ihr da ein Fahrzeug, das ist ein kleines Busle. Sieht eigentlich mehr aus wie so ein Begleitfahrzeug für Schwertransporte. Ich zeige euch das nachher. Und da müsst ihr die in der Stadt die Arbeiter abholen und die jeweils zu den Firmen oder Werken oder Produktionszweigen hinbringen. Ohne Arbeiter wird nichts hergestellt. Dann ist hier das leere Fässerwerk, Mojo Whisky, das ist eben die Destillerie, Borcher Food und Frischwasserstation 1. So, das ist mal das ganz grob. Und ich sag mal, es ist ja jetzt mal die erste Map-Version. Es sind eine Menge Gimmicks verbaut, Leute. Es ist eine Menge, ach Gott, das ist nicht mehr normal. Produktionszweige und da kommt noch eine Menge dazu, weil wie ich schon gesehen habe, gibt es hier und da eine Baustelle, einfach nur eine Baustelle, da könnt ihr nichts machen, das ist einfach nur für das FSM-Team, da wird dann irgendwann was hinkommen. So, jetzt kriegen wir mal die Fahrzeuge durch. Das ist der Zug, der ist blau markiert, weil der nur für Holztransporte zuständig ist. Also die Loks sind farblich markiert und es sind endlich mal schöne deutsche Diesel-Loks, nicht immer diese amerikanischen. Dann haben wir hier grün mit Palettentriggern. Das heißt, auf diese Paletten kann man Fahrzeuge transportieren, aber auch Paletten, auf jeden Fall Paletten, Produktionspaletten. Nur ist der FSM-Team, soviel ich weiß, noch im Ausknobeln, weil das nicht irgendwie funktioniert, dass das richtig befestigt werden kann, weil wenn man diese Waggons mit Spanngurte versieht, dann spinnt die Engine rum oder irgendwas stimmt da nicht. Also da wird noch experimentiert dran. Das wird noch irgendwie gefixt. Und der dritte Zug ist für Getreide, das ist der rote. Der ist rein für Getreidetransporte zuständig oder Kartoffeln, Zuckerrüben etc. pp. Dann haben wir das erste Schiff und ihr hört schon am Ton, klingt eben wie ein Zug, aber ist es ein Schiff, wo man richtig fahren kann. Quasi, das ist das erste Schiff, der hat auch einen Namen. Wo ist er denn? Da. Die Viking, die ist halt zuständig für die Fruchtsorten. Und das zweite Schiff, das ist zuständig dann für den Rest. Und das ist, glaube ich, die FSM, oder wie die heißt, Moment. FSM Chefkoch, genau. Die tut zum Beispiel nur Getreide transportieren. Und wie gesagt, man kann auch hergehen, Plane schließen, ganz normal. So, jetzt geht die Plane schön zu, wenn sie befüllt wäre. Und dann kann man die wirklich fahren. So viel ich weiß ist, wenn man einmal komplett um die Map fährt, braucht man angeblich 25 Minuten. Also ihr müsst da nicht rechts und links drücken, das braucht ihr überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, die fährt auf, wie auf Schienen, so eine Art ungefähr. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie bei der Wildwasserbahn, da sind ja auch Schienen im Wasser drin, wo diese Boote oder Baumstämme dann entlang fahren. Und so ist das auch. Wie gesagt, ihr könnt lenken wie die Deppen, da geht nichts. Ihr müsst einfach nur Gas geben oder bremsen, das ist alles. Mehr geht da nicht. Gut. Das haben wir schon, das ist das Fahrzeug. Dann gucken wir mal hier, da muss es jetzt irgendwo dieses Fahrzeug geben, das stelle ich euch mal schnell vor. Das
müsste hier sein. Ja, da ist er doch. Dieser Ford Transit Shuttle, 68.000 Euro, ist eben dafür da, um Arbeiter abzuholen. Nur um Arbeiter zu transportieren. Da steht es auch, der Ford Transit wurde dafür entwickelt, um Mitarbeiter zur Arbeit zu bringen. Quasi, da holt ihr in der Stadt die Arbeiter ab, die sammelt ihr ein. Wie viel es reinpassen, weiß ich nicht. Wo steht's denn? 8000 Liter, sehr witzig. Ja, es hat alles in Liter angegeben. Hallo, es ist immer noch Landwirtschaftssimulator. Ist ja völlig klar. Aber wie gesagt, der packt Arbeiter ein, der fährt ins Sägewerk. Wenn ihr die Arbeiter beim Häuschen 1 abholt, dann müsst ihr diese Arbeiter auch wieder beim Häuschen 1 im Sägewerk abliefern, abladen. Sonst geht das nicht. So. Dann gehen wir mal hier rein. Dann gucken wir uns mal das da an. Dass wir mal ganz grob sehen können, was ist wo. Hier ist der Milchverkauf. Prima. Wir können ja die Milch. Und die haben immer diese, gerade weil viele da mit Sattelzüge reinfahren, diese Markierungen, wo man richtig schön rückwärts reinfahren kann. So, das lassen wir. Ich habe jetzt nur die falsche Taste gedrückt. Dann das nächste ist Borcher Exportwerk. Da hört ihr schon LKW. Diese LKWs könnt ihr nicht fahren, die sind nur Attrappe. Da haben wir Kalk. Da könnt ihr Kalk laden. Es ist auf jeden Fall alles beschriftet. Hier ist der Wareneingang. Da könnt ihr, ich denke mal, alles verkaufen. Die haben zwar gesagt, dass die hier noch mehr machen, aber der Markt, da wird noch mehr hinkommen irgendwie, denke ich mal. Dann haben wir den Vikinghafen, den habt ihr gerade gesehen, den muss man nicht weiter vorstellen. Hafen Logistik Pelletwerk, wie gesagt, es ist alles im Hafen. Ja, genau. Ihr habt auch wieder ein riesen Lagersystem, wo ihr alles einlagern könnt, aber auch gleichzeitig verkaufen könnt. Das sind hier die Trigger. Ihr seht hier zum Beispiel, das ist auch neu, das ist so, ihr stellt die Paletten hier hin, bis zu 3 Paletten kann der laden und da fährt der Dienst Lager und da wird es automatisch verkauft. Und überall sind diese Infodinger. Lest die euch durch. Beispiel Palettenwerk, hier auf dem Transportwagen kannst du bis zu 8 Paletten platzieren oder so. Danach Wagentransport einleiten, ist dieser abgeladen, einfach zurückfahren und dann von vorne. Also wie gesagt, hier wird verkauft. Die Rolltore lassen sich wieder öffnen. Das ist ja kein Thema. Mit 1, 3, los. Egal, das müsst ihr ja wissen. Ich spiele ja mit Gamepad und da ist es eben die 3. So, wie gesagt, hier ist auch wieder zum Beladen und so. Wie gesagt, und noch eins zugesagt, weil es so viele Produktionszweige gibt, Produktionswerke etc. pp. Das kennen wir ja schon beim FSM-Team von der guten Ackendorf, das ist ja überdimensional. Ist ein kleines Handbuch dabei, angeblich ist es fast 7 Seiten lang, wo eben alles beschrieben ist. Wo muss was hin, wo geht was raus und so weiter und so fort. Also passt schon. So, nächster. Ja, ich gebe ein bisschen Gas, weil ich habe schon mal gesagt, sonst wird es zu lang. Hier ist die BGA. Hier ist der Silo King, wo das alles reinkommt, wie der heißt. Dann ist hier Unterstellhallen für Fahrzeuge, wie ich weiß. Und hier sind die Silagehallen, hier kommt die Silage rein. Und das ist ganz wichtig, weil ihr braucht auch für die Produktionsstätten Gas. Nicht für Arbeiter, sondern Brennstoffe. Ihr wisst ja, bei Ackendorf war es bei der ersten Version Diesel, bei der zweiten Version war es Pellets. Und hier ist es jetzt Gas. Und das könnt ihr hier laden. Hier sind die Trigger, wo ihr das Gas laden könnt, ist also Flüssiggas. Denkt mal, das Kottepack oder das Fixerpack wird da gute Dienste tun. Da könnt ihr das dann transportieren zu den Stellen. So, da haben wir wieder einen Exportkörner. Das geht hier rein. Ach, das haben wir ja schon mal gehabt und so, okay, das ist also auch das Exportwerk, also was mit Export hat zu tun hat, ist hier, das können wir überspringen, das Kraftwerk. Wunderbar.
kann mich hier nicht bewegen, weiß nicht, was hier geht, aber hier kann man irgendwas abladen. Ich kann das wohl nicht lesen. Was? Fachwerk? Vielleicht. Ah, voll Hackschnitt. Da steht es ja ganz groß. Das ist halt auch blöd, dass ich da jetzt irgendwie. Ja. Das muss noch gefixt werden, denke ich mal. Das finde ich nicht toll, wenn man da bisher in einem Gebäude rauskommt. Dann Hafen Gülleverkauf, das ist halt auch wieder am Hafen, da gibt es halt auch alle Arten von Verkaufsstellen, hier seht ihr ja schon Kompost, dann eben Gülle, überall ist irgendwas, also es gibt eine Menge zu gucken und ich sag euch eins, und das hat auch jeder bis jetzt gesagt, wo die Map vorgestellt hat, spielt nicht drauf los, ihr werdet wahnsinnig, weil ihr nicht wisst, wo was ist. Ich würde euch wirklich mal empfehlen, sich ohne Scheiß 2-3 Stunden Zeit zu nehmen und auf der Map rumlatschen, rumfahren, dass ihr alles kennenlernt, weil es ist so viel versteckt, das kriegt ihr nicht auf Anhieb raus, wenn ihr da eben, seht ihr, da könnt ihr wieder aufmachen, kann ich mal oder nicht, ja, hier geht nicht auf. Okay, lass das so sein, wie gesagt, das ist einfach nur Deko, da geht's auch, da ist was zu Hause, seht ihr, da könnt ihr was abholen, hier ist die Wurst, ach, hier ist die Fleischerei. Hier ist die Wurst und Fleisch. Das sind nur Deko-Engel gewesen, kann man auch nicht fahren. Also hier holt der Wurst und Fleisch ab. Eine Schlachterei gibt es hier auch. Wie gesagt, hier gibt es viele, viele Sachen, wo halt, denke ich mal, gar nicht groß aufgeführt ist, wo ihr selber rausfinden müsst. Wenn ihr die Map hier seht, hier ist das Waldgebiet, hier ist alles Wald. Hier irgendwo ist diese Holzbrücke, oder hier ist sie, ja hier. Da kommt ihr nicht drüber, die muss erst gebaut werden, deswegen müsst ihr ja immer ganz außen rum fahren. Hier außen rum, egal wo ihr seid, da müsst ihr lang, da geht es in den Wald rein. Hier ist das ganze Hafengebiet, alles Hafen. Hier ist die Pelletfabrik, die Anindustrie, hier ist das ganze Sägewerk, ist auch eine riesen Anlage. Und euren Hof, ja gute Nacht, sucht ihr was. Wie gesagt, ihr habt es ja vorhin gehört, ihr müsst sowieso erstmal einen kleinen Hof kaufen. Und dann, wie gesagt, wenn ihr richtig schön Kohle gewirtschaftet habt, wie soll es auch anders sein beim FSM-Team, ihr könnt dann einen ganz, ganz großen Bauernhof wieder Stück für Stück kaufen. Irgendwo ist er markiert, deswegen braucht ihr dieses Buyable Object Mod. Da könnt ihr dann erstmal den ersten Teil, dann gibt es den zweiten Teil, den dritten Teil. Ihr wisst ja, wer die Ackendorf gespielt hat, der kennt sich aus, der weiß, wie es lang läuft. Ja, was machen wir noch? Die Brennerei, besuchen wir mal. So, hier ist die Brennerei, das ist eben die Whisky. Und die ist voll begehbar. Das ist richtig was Schönes. Also man kann da hin, Tür öffnen, klicke klick. Und man kann da reingehen. Das seht ihr schon, hier sind die Holzfässer, denke ich mal. Ist aber immer beschriftet, Zutritt verboten, ja sehr schön beschriftet. Ah ja. Hier wie gesagt sind die Holzstämme. Weil das braucht man zum Räuchern, entweder Holzstämme oder Holzhackschnitzel. Dann diese, wenn man da drauf geht, gehen auf. Hier wird es dann gebrannt oder so. Ja. Da gibt es ja noch eine Menge zu sehen. Da geht es hier rum. Was weiß ich, ne, hier ist nichts, keine Ahnung. Da geht es dann, überall sind auch diese Fabrikskripte verbaut. Ihr seht dann immer auf der rechten Seite leere Fässer. Körnerfrüchte, Kartonverpackung braucht ihr, Arbeitskräfte, Wasserbrennen, Leerpaletten und kriegt dann Whiskyfässer raus, wo ihr dann auch wieder in Hotels oder dementsprechende verkaufen könnt. Ja. Gut, dann gehen wir wieder raus. Dann ist ja das ein totes Gebäude. Auf der anderen Seite, da kann man auch rein, so viel ich weiß. Hier ist zum Beispiel der Getreide-Trigger, hier lädt ihr die Getreide, so viel ich weiß, ab Weizen, Gerste, seht ihr ja schon, da wird alles beschrieben. Und dann geht hier eine Treppe hoch, da kann man auch hoch. Ja, da aber nicht auf die Mauer knallen. Wie gesagt, das ist die Brücke, die geht über die Straße. Geht es gerade nicht, da ist auch wieder eine Tür zum Öffnen, wo ihr dann raus könnt und so weiter und so fort. Also die ist voll begehbar und so weiter und so fort. Das ist die Borcher Whisky Mojo. Und weiter geht's auf der Rundreise.
Lisa, wenn ich was vergessen habe, seid mir nicht böse, findet selber raus. Hier ist die Backwelt. Und ich bin wieder im Gebäude rausgekommen, die bei FSM gehen. Bitte fixen. Ja, das ist schön, ich bin wieder in einem Gebäude drin. Das gibt es auf einigen Maps als manchmal. Ja, am besten mal ein Fahrzeug, dass man hier irgendwo hin kann, aber... Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wo ist mein Minion? Da ist mein Minion. Okay, das ist das Gleiche. Ich würde irgendwo neben dran. Egal, geht es nicht. Das müssen die halt noch fixen. Ich denke mal, die werden noch viel reparieren müssen, weil die können auch nicht alles machen. So. Was haben wir hier schön? Die Bräucher da gehen. Wasser. Flüssiggas. Es gibt auch wieder eine Obstfarm, wo man dann auch wieder was weiß ich was, Obstanbau machen kann. Ich glaube, das weiß ich nicht. Oh, das ist nicht. Ah, da steht so Gülle und Gärreste, frisches Wasser, Flüssiggas, Bioabfall. Also hier kriegt ihr auch Gas. Okay, also ist das Klärwerk, die Bäucher, hier ist das Klärwerk, was ihr hier seht. Ah ja, hier sind nämlich diese riesen Becken. Hier könnt ihr auch Gülle lagern oder Gärreste. Die lassen sich hier auch, hier sind die Arbeiter, ne, ist Gülle. Irgendwo sind die Arbeiterhäuschen. Also hier ist Gülle. Und hier ist eben Gärreste, so viel ich weiß. Hier könnt ihr Gärreste abliefern. Werke, Werke, Werke. Also wer auf Logistik steht und Produktionen, der ist hier glücklich. Dann habt ihr auch normale Kuhweide, Schafweide, Schweine und so. Hier ist der Hofteil 1. Seht ihr, so sieht das aus. Möchtet ihr einen Teil des Hofes bauen? Eine Firma wird das kurz erledigen. Kostet halt 179.800. Aber wie gesagt, da fährt ihr rein, da ist der erste Teil. Und dann geht es immer weiter, immer weiter. Ich werde auch noch gleich mit euch fliegen. Aber wie gesagt, ich will nur noch kurz durchzeppen. Farmlager 1, Pelletwerklager 2, das sieht auch noch was zu kaufen aus. Hier könnt ihr, aha, hier ist ein Pelletwerk, also Lager für Pellet. Ach ja, hier ist auch was Neues, zwar für die Gärtnerei, die eben Dings herstellt, diese Blumen, braucht ihr noch was Neues. Und zwar lasst sich das aus Wolle gewinnen, und zwar Wolle Pellets. Diese sind gleichzeitig Dünger oder so, irgendwie für die Blumen. Und das ist eben auch was Neues, das haben wir hier. Ach, Flüssiggas, hier muss wieder Gas von 1 und 2. Jo, kennt man ja. Jo. Ich glaube, das ist hier mit der Schafswolle, mit dem Pelletsgebilde. Ich meine, das ist das hier. Seht ihr, so sehen die Arbeiterhäuschen aus. So, seht ihr hier. Hier 1 und 2. Extra wie eine Bushaltestelle. Und hier müsst ihr mit dem Auto herfahren, mit den Arbeitern drin und abladen. Und dann funzt das Ganze. Ja, da gibt es noch Schweinegehege, Gewerbeflächen. Also kann ich euch auch mal gleich zeigen. Gewerbeflächen, hier könnt ihr Gewerbeflächen kaufen. Alle Unterlagen, ne? Räumt ihr kurz die Fläche frei. Also quasi hier eben könnt ihr dann platzierbare Objekte hinbauen. Es gibt insgesamt 3 Stück. Hier ist 1, hier ist die 2. Und da gibt es noch irgendwo weiter oben, da so viel ich weiß, eine 3. Ja, Gott, Tag. Ja, und da könnt ihr dann eben eigene Sachen hinbauen, wie eben, was weiß ich, eine Fischzucht oder Presswerke, Spanplatten und so weiter und so fort. Da habt ihr das auch mal gesehen, das war die Pflege. Das ist die Sägerei. Da bin ich jetzt wieder gelandet. Oh, herrlich. Okay Leute, das muss auch gefixt werden. Ich bin hier irgendwo in einem Bunker drin. Wunderbar, Freude. Das ist immer toll, wenn man dann irgendwo auftaucht, wo man hier auftauchen soll. Ah, so, sieht schon besser aus.
Ja, hier ist die Sägerei, wie gesagt. Hier könnt ihr auch wieder Züge losschicken. Also ihr könnt alles machen. Hackschnitzel verkaufen, Holzstämme verkaufen, aber auch eben Bretterpaletten herstellen. Hier sind Unterstände für Fahrzeuge. Das ist ein riesen Gelände. Seht ihr, hier ist die Sägerei 1. Hier sind wieder eure, kommen die Holzstämme rein. Da ist die Sägerei 2. Ein riesen Trigger, wo die Bretterpaletten rauskommen, und zwar hier. Da kommt eine Menge raus, guckt euch mal das an. Da könnt ihr richtig schön laden, weil ich kann euch jetzt schon sagen, Bretterpaletten, gerade für Paletten, für Whiskyfässer, für die Holzkisten und auch Holzhackschnitzel ist das A und O. Da werdet ihr nicht mehr nachkommen mit produzieren, weil das immer, immer, immer gebraucht wird. Also ich glaube, da kann man wirklich ohne Scheiß für 2 Tage nur Holzarbeit einsetzen. Holzhackschnitzel, das ist das Lager für Holzhackschnitzel zum Beispiel, ja. Ihr seid, die ist riesengroß, das Gelände. Das ist alles nur Holzproduktion. Riesig, riesig, riesig. Was auch cool ist, das zeige ich jetzt mal da, ich sehe es gerade. Dieser Portalkran, der ist ja wirklich in sich. Hier mit dem Zug drunter fahren, hier mit LKW, hier reinschmeißen, da seht ihr, da unten schwimmt was, verkauft ihr es. Holzstämme verkaufen. So. Das ist ein dickes Fragezeichen, warum weiß ich denn das auch? Da steht auch Holzstämme. Dann habt ihr hier. Ah, das ist noch gleich, Entschuldigung. Irgendwas bin ich reingerutscht, wo ich nicht reinrutschen wollte. Ja, auf jeden Fall ist nebendran noch ein Trigger. Und da könnt ihr eben, wie soll ich sagen, mal gucken, wo der Portal gerade ist. Wo ist er denn? 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 Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist da eine Klappe, die aufgeht, und da könnt ihr zum Beispiel Holzstämme reinschmeißen. Ah, hier. Da, ich komme jetzt von der anderen Seite. Hier, das Ding, und da dürft ihr nicht drauflatschen. Sonst zahlt ihr Strafe. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie das aussieht. Hier ist eben der Trigger für Holzhackschnitzel. Also sprich, hier Baumstämme rein. Seht ihr, und zack, aufgeben ist keine Lösung. Dann kommt dieses Zeichen, das heißt, ihr dürft ihr nicht abladen, wie ihr gerade wollt. Ihr müsst ja schön mit dem Kran abladen, entweder vom Zug oder LKW, dann hier reinschmeißen, dann werden Holzhackschnitzel hergestellt. Flüssiggas braucht ihr auch wieder, und so weiter und so fort. Hey, cool. Ja. Dieser riesen Sägerei, aber die braucht ihr auch, die könnt ihr voll ausschöpfen. So. Hochteil 2, Tankstelle, Milchwerk. Gehen wir mal ins Milchwerk. Prima, und ich bin hier in einem Gebäude drin, das finde ich ja ganz große Klasse. Oh Mama Mia, ist das immer herrlich. Wenn man da irgendwo drin ist. Wo man nicht rein soll. Jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich denn da? Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Und gehen wir eins neben dran. Entschuldige ich mich mal kurz. So, ich bin wieder da. Ich hoffe, man hat nichts gehört. Ich muss das nur mal kurz ein Kätzchen vertreiben. Ja, die kleinen Kätzchen stellen immer eine Menge an. So, wie gesagt, ich bin da. Die Angst darüber, Milchwelt. Milchverkauf. Gut. Ach ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, hier ist der Milchverkauf. Das ist also die Milchwelt. Und hier wird eben auch irgendwas hergestellt. Solche Molkereiprodukte, ja, hier. Irgendwie hier. Dann mal außen rum. Ich weiß selber nicht, wie, wo war es. Scheinbar ist doch hier nur verkauft. Gut. Sei es drum, wie gesagt, das kriegt ihr alles selber noch raus. Also es wäre nicht, wenn man hier nichts herstellen könnte.
Hier ist die Gärtnerei. Ihr seht hier, da fährt einer fröhlich in der Gegend rum mit Blumen. Und hier eben Schnittblumen rot, Schnittblumen einfach, Schnittblumen blau, wie auch immer. Und hier ist wieder euer. So, was ihr braucht, Dünger, Pellet, das sind aber diese Faustwolle, Kartonverpackung, Kraftwerk Strom, Wasser, Komposterde, Leerpaletten. Man kriegt ihr Schnittblumen, Rot, was weiß ich, Bioabfall und so weiter und so fort. Das ist alles Blumen, hier ist alles mit Blumen. Das ist eine riesen Gärtnereianlage und so, alles mit Blumen, seht schon hier, die Wollpellets, Kartonpaletten. Die Leerpaletten, die müsst ihr hier überall anliefern, was bist du? Noch gar nichts, okay, das wird freigehalten, das gibt auch mal irgendwas. Wie gesagt, die sind ja von Überraschung gut, da wird noch eine Menge dazu kommen. So, ich mache gleich Schluss, weil irgendwie, es ist wahnsinnig viel. Der Viehhändler, die Knollner, die Holzpelletwerk, das war die Gärtnerei, Borcher Food. Wir haben gerade gesehen, das ist Fleisch und so Getöne, Kuhweide, dann also das Kaufbad, Bewerbermittel 2, Hühnerstall, Hofteil 5, Hofteil 3, Rohmehl, ja, da kann man auch mal kurz hingehen. Hier wird eben Mehl hergestellt. Leerpaletten braucht man wieder. Hier kommt das raus, die Mehlpaletten, die ist also einfach gestrickt, also ist nichts Kompliziertes. Da müsst ihr einfach nur irgendwo da hinten glauben. Moment, hier haben wir schon das Eck rum. Hier müsst ihr irgendwie Getreide rein. Ja, hier ist der noch Eingang. Hier Getreide rein. Denken wir Gerste, Roggen und normal Weizen. Dann kommt einfach nur Mehl raus. Mehl, vielleicht Lose oder Mehl auf Paletten. Was steht denn da? Was ist denn das da? Gar nichts, keine Ahnung, ob da was rauskommt. Das weiß ich, kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall halt Mehlpaletten, wo er dann für die Backwelt wieder braucht. Ja, ich steige gleich in die Mitte. Ich mach schnell. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Map-Erklärer, aber ich gebe mein Bestes und ich bin selber begeistert. Ich freue mich selber auf die Map und so, wo es noch 100 andere gibt. Aber, ach, schon fertig, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Lüfti Lüfti. So. Das wäre ein bisschen peinlich, und es geht Leute, es geht, ich gehe hoch. Oh, jetzt seht ihr mal die Map, ich denke mal, es ist eine Vierfach-Map, wenn ich nicht sogar eine Achtfach, was weiß denn ich, weil die ist ja überdimensional, also da muss ich wirklich schon eine Menge hochgehen, damit ihr das mal richtig seht. Ja, ihr lernt schon der Fluss, der Lauf und so, das ist ja der Wahnsinn, und da könnt ihr alles mit dem Schiff entlang fahren, sagt ja, wenn ihr da überall entlang fährt und bis zu eurem Zielort wieder 25 Minuten ist man da unterwegs. 25 Minuten. Wie gesagt, und da seht ihr Firmen. Da ist auch eine Menge Baustellen. Also da ist eine Baustelle, da seht ihr schon eine. Da kommt irgendwas hin, lasst euch überraschen. Ich habe keine Ahnung, was da mal irgendwann hinkommt. Dann eben hier die Züge. Hier ist die nächste Baustelle, seht ihr, hier ist wieder eine. Da kommt auch mal überraschenderweise was hin und so weiter und so fort. So. Hier ist die Map-Begrenzung, hier ist nichts mehr. Das ist einfach nur Deko, so viel ich weiß. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwas machen kann. Das wird einfach nur Deko sein. Wie bei der Sosnovka auch. Die ist auch im Prinzip der Sosnovka aufgebaut. Das Einzige, was ich bei der Sosnovka scheiße finde, und das ist hier leider Gottes auch so, seid mir nicht böse, aber das ist der Shop, wenn ihr die Fahrzeuge kauft. Was ist das denn da unten? Guckt euch mal das an. Ja, wie gesagt, weil die Fahrzeuge immer in der Halle drin steht und da müsst ihr die einzeln rausholen und das ist Wahnsinn, das ist nervig ohne Ende. Felder hat es auch, große, kleine.
wie gesagt. Krumme, schiefe, quadratische, ach guck mal hier. Ein kleiner Berg mit vielen Springbrunnen. Also Springbrunnen, Quatsch. Wasserfälle meine ich. Jetzt auch wieder riesen Lagergedöne. Also wie gesagt, an Industrie. Das müsste das Sägewerk sein, oder? Was ist das denn da? Das ist irgendwas mit Sägewerk. Ja, das ist das Sägewerk. Seht ihr, da kommt nicht die Stämme in die Flüsse. Das ist das Sägewerk. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie groß das ist. Das ist riesig. Das ist riesig. Absolut riesig. So. So. Und wie gesagt, da ist immer irgendwas zu sehen, zu finden. Wie gesagt, es sind eine Menge Gimmicks eingebaut, die weiß ich selber es noch nicht. Ich werde die mir auch mal wirklich einen Tag lang richtig angucken, ein Auto schnappen und jeden Weg abfahren und so. Ja, da ist eine Menge drauf versteckt. Hier ist wieder Industrie, das ist wieder ein Hafengebiet, das seht ihr, Hafengebiete ohne Ende. Da kann halt auch möglich sein, dass man hier im Schiff lang fährt und jetzt irgendwas ablädt. Also die Wege sind unverkennbar. So, jetzt die Mehrbegrenzung, jetzt wieder Feierabend. Die Züge genauso. Drei Züge, einer für Holz, einer für Getreide, einer für die Paletten eben oder Fahrzeuge. Und hier ist nochmal eine Baustelle, seht ihr da. Da kommt auch noch was hin. Also wie gesagt, kommt eine Menge hin. Da steht schon ein Zug, seht ihr. Ich denke mal, das ist der wohl für den Wald, weil hier ist der Wald, hier können wir abholzen. Hier ist Wald, Wald, Wald. Könnte eigentlich mehr sein, aber ist der selber, notfalls könnt ihr selber Wald aufrüsten, aufforsten und so weiter und so fort. Das kann auch möglich sein, dass diese Gebiete hier diese Gewerbeflächen sind oder halt dieser Hof, wo dann quasi erweiterbar ist. Das sieht dann irgendwie komisch aus, aber kann auch sein, dass es das ist, weil es wird ein riesengroßer Hof. Lasst euch das gesagt sein, das ist ein Hammerding. Irgendwo ist auch die Stadt versteckt, da ist nochmal, waren wir da schon, keine Ahnung. Könnte das Klärwerk sein irgendwie, ja, das ist das Klärwerk. Dann wieder der Hafen. Ja, seht ihr, da ist mein Schiff noch, wo ich ein bisschen vorgefahren bin. Da ist der Hafen, wo die Schiffe anliegen und wie gesagt, dass man die auffahren kann. Und was die Leute für Ideen kommen, ist, finde ich total faszinierend. Ich kann da wirklich nur sagen, was machen die erst, wenn es zum Beispiel wirklich irgendwann LS25, also Landwirtschaftssimulator 2025 gibt? Was bauen die da erst? Ich denke mal, da gibt es nichts, was das nicht gibt irgendwie. Was mich mir wünschen würde, egal ist auf welcher Map irgendwie, klar, am besten auch so einer, ist ein absolutes, wie soll ich sagen, ich lasse mich hier jetzt mal runter. Kieswerk, ein überdimensionales, richtiges Kieswerk, wo man alles abbauen kann, wie bei der Mining Construction Map, wie zum Beispiel auch, ui, okay, Sand, Schotter, Kiessteine, wo man dann Asphalt herstellen kann und so weiter und so fort. Aber das ist richtig schön mit integriert, also das ist nicht nur Solo, sondern halt, ja, wie auch immer. So, ich bin super gelandet, das ist mal wieder ganz toll. Ich glaube, das ist der kleine Hof, den ihr kaufen könnt. Das müsste der sein, oder? Ja, hier ist noch ein Schuttplatz. Oder ist nur Deko? Ne, das kann auch nur sein, dass das nur Deko ist. Ne, ist nur Deko. Entschuldigung. Ein Abbruchhaus irgendwie, hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Das ist einfach nur Deko. Ich habe es gedacht, weil so klein sieht der erste Hof aus, wo ihr kaufen könnt. So, jetzt komme ich mal raus. Wo ist die Tür? Hallo? Auf die Tür. Alles verrostetes Fahrrad oder so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das ist dann auch eben, solche Sachen sind verbaut. Das
Stunde der Entlassung. Lass doch einfach mal geradeaus. Dankeschön, ja. Ich glaube, hier ist der Händler. Ja, hier ist, ich glaube, der Händler. Hier ist auch die Werkstatt, wo ihr dann die Fahrzeuge konfigurieren könnt und auch verkaufen können und so weiter und so fort. Und hier seht ihr ja, das ist wirklich wie bei Sosnovka. Ich finde es grauenhaft, ich finde es kacke, weil die Fahrzeuge immer hier in der Halle erscheinen und wenn es halt dementsprechend gerade LKWs und Sattelzüge, Großfahrzeuge sind oder sogar Mähdrescher oder was weiß ich was. Ich habe einmal einen Bagger getestet. Das ist ein riesengroßer Cat-Bagger, also wirklich ein Riesenteil. Und der ist nämlich prompt in dem Laden erschienen und ich kam mit dem ums Verrecken nicht raus. Ich musste den Weg zurücksetzen, das nervt ein bisschen. Also hier seht ihr schon, hier ist der Shop. Dann müsste es hier irgendwo zur Stadt gehen. Weiß ich wo, nicht wo, rechts, links, geradeaus, keine Ahnung. Ich gehe mal da lang. Ist gut. Ja, seht ihr, hier ist, ja, das ist die Stadt, seht ihr. Hier ist zum Beispiel, wenn ihr mit dem Fahrzeug fahrt, zeigt ihr euch an, was ihr fahrt. Und da vorne irgendwo ist der Blitzer und seid ihr zu schnell, bing. Ja, hier ist der Blitzer, hier. Und der funktioniert wirklich. Verlasst euch drauf, der funktioniert. Seht ihr, hier ist das Häuschen 1, da sind schon zwei Arbeiter drin. Und die müsst ihr eben abholen. Wo ist das Häuschen 2, das weiß der Teufel, keine Ahnung. Und müsst sie dann zu den Plätzen bringen. Ich habe keine Ahnung, wo da die Arbeiter 2 sind. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ach hier, vierte Mannschaft haben wir sie gefunden. Hier ist Nummer 2. Gibt noch zwei Wartehäuschen, wo ihr die immer abwechselnd holen könnt. Ich glaube, es sind auch immer nur 2 drin. Und ihr seht ja an der Prozentzahl an der Tafel dann, wie viel Arbeiter eben benötigt werden. Ist 100% wohl, dann habt ihr alle Arbeiter. Gut, ich sage jetzt mal tschüss, ich verabschiede mich, guckt euch die Map selber an. Wie gesagt, ab heute auf der FSM-Seite zum Download bereit. Und ich denke mal, ab Donnerstag wird sie zum Download bei Modhoster und weiß Gott wo überall sein. Ich wünsche euch einen wahnsinnig viel Spaß, weil da gibt es eine Menge zu gucken. Zu auskundschaften, wie gesagt, nochmal den Tipp, das ist auch wirklich der Tipp vom FSM-Team. Nehmt euch die Zeit, wirklich 2 Stunden ohne Scheiß. Guckt euch die Map ganz genau an, bevor ihr da loszockt und so weiter und so fort. Damit ihr eben alles angucken könnt. Damit ihr alles ausfindig machen könnt, wo, wie, was und so. Lest euch auch das Handbuch durch, weil sonst werdet ihr wahnsinnig. Ich denke mal, sonst kommt ihr draußen. Wenn ihr dann irgendwann mal da steht, ja scheiße, habe ich jetzt das Werk überhaupt mit Gas beliefert, ich habe keine Ahnung mehr, seid ihr nur am Rennen und nachgucken. Gut, das Fabrikskript hilft euch eine Menge, ist kein Thema, wie gesagt, Hilfestellung gibt es eine Menge. Guckt es euch einfach an, habt Spaß mit, ich freue mich schon ehrlich gesagt auf die Weiterentwicklung dieser Map, weil wie gesagt, alles selber habe ich jetzt auch noch nicht entdeckt, habe ich auch noch nie vorgezeigt, nur das ganz, ganz Grobe, aber es gibt noch eine Menge mehr. Ich möchte mich verabschieden mit der Map-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen da. Schreibt was in die Kommentare, wie ihr so eine Wahnsinns-Map findet. Wie gesagt, bei LS15 war es eben die Aggentorf. Jetzt bei LS17 heißt es Borches See. Bei LS19 heißt es dann wieder Warnasch. Ich finde es ja riesen, wahnsinnig groß und nett und super, dass die FSM-Teams solche Maps machen. Mich freut. Ich finde das gigantisch. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet und abonniert meinen Kanal und verpasst nichts mehr. Es kommt noch eine Menge raus. Ich habe noch 2 Map-Vorstellungen, weil ich habe euch schon mal gesagt, ich berichte über die Maps, die wirklich brandaktuell sind oder eben die vergessen wurden, wo fast keiner darüber berichtet. Oder auch dementsprechende Mods. Guckt rein, habt Spaß. Ich sage tschüss, euer Rockpower. Bis zum nächsten Mal bei Rockpower TV. Tschüss.